Hey, warum läuft ihr so aufgeregt herum? Toradan ist tot. Das kann nicht sein. Ich habe ihn doch vor kurzem noch gesehen. Ich sollte für ihn eine Botschaft zu seinen Leuten in der Höhle auf der anderen Seite der Mückenwassermoore bringen. Als ich dort ankam, fand ich die Höhle allerdings leer vor. Ich würde selbst noch einmal dorthin zurückgehen, wenn ich hier nicht Dienst tun müsste. Vielleicht könntet ihr an meine Stelle gehen? Folgt der Straße von Stadel aus in Richtung Osten den Hang hinunter, der in die Moore führt. Durchquert die Moore, aber seid vorsichtig. In letzter Zeit ist die Gegend nicht mehr sicher. Um die Marschwasserfestung in der Mitte der Moore macht ihr besser einen Bogen. Die Höhle selbst befindet sich am Fuße eines mächtigen Hügels, nahe am Anfang des Mückenwasserpasses. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bereit sind vom Level her dafür. Wir schauen mal. Ich hoffe eigentlich schon. Bisher haben wir ja noch keine Probleme mit den Kämpfen gehabt. Von daher bin ich eigentlich frohen Mutes, dass das funktionieren könnte. Was kann ich bei dir machen? Ach, Ponto Unterberg ist für das Bauern-Intro zuständig. Genau. Das mache ich jetzt aber nicht. Das lasse ich mal außen vor. Genauso wie ich mich nicht der Aufgabe von Gammy Box widmen werde. Also hier haben wir Hobbits, die Hobbits des Brelands. Die sind vornehmlich in Stadel angesiedelt. Ist auch im Herrn der Ringe so verbürgt, dass sie hauptsächlich hier sind. Und viele davon haben, genau wie die Menschen vom Breland, pflanzlich angehauchte Namen. Meistens zumindest. Also unser Berg jetzt vielleicht nicht so, aber was haben wir hier? Na, Mückenquetscher klingt jetzt auch nicht sehr pflanzlich, aber zumindest naturbelassen. Und wir machen uns aber mal auf in die hässlichen Mückenwassermoore. Da haben wir sie schon vor uns. Also die Moore an sich sehen mit dem Detailgrad ganz witzig aus. Allerdings sind die nicht schön, sage ich mal. So, ich werde jetzt mal hauptsächlich mit dem Radar navigieren, damit wir irgendwie zwischen den Gegnern durchkommen, ohne von denen angegriffen zu werden. So, und hier haben wir zum Beispiel so einen Zirperkörper gerade rechts gehabt. Hier auch. Das sind halt, weiß ich nicht, großgewachsene Grillen oder sowas. In diesen Mooren sind Aragorn und die vier Hobbits 4 Tage lang unterwegs gewesen und haben sich durchgekämpft gegen, ja, vor allem gegen diesen Zirperkörper und gegen Mücken. Also vor allem Sam ist total verzweifelt dort, glaube ich zumindest, dass es Sam war. Der hat die Mücken gehasst, der war total zerfressen von den Viechern. Okay, bei uns verfallen schon die ersten Sachen, das ist nicht so gut. Und ich sehe gerade, denen sollten wir uns wirklich nicht widmen, die sind noch orange. Also orange ist ein Zeichen dafür, wird schwer, wenn man die bekämpft. 3 Level über uns. Also wir würden es natürlich hinkriegen, denke ich mal. 270 Lebenspunkte, das ist zu machen. Aber da hat man dann schon ein bisschen mehr zu tun. Die goldenen, die gehen noch. Das sollte eigentlich noch machbar sein. Aber orange ist schon schwierig. Kritisch wird es ab rot. Ich glaube, rot ist, wenn man 5 Level drüber, wenn der Gegner 5 Level drüber ist über einem. Und dann gibt es noch lila. Ich glaube, das ist so ab 8, 9, keine Ahnung, irgendwie so in der Drehe. Aber wir machen einmal durch die Moore, sind schon am Ostende angekommen. Und da ist die Höhle, die wir wollen. Ich nehme aber mal kurz hier die schweren Ebereschenzweige mit. Es gibt also ab und zu auch schwere Zweige, genauso wie es eine reichhaltige Ader gibt, haben wir zufälligerweise hier hinten. Da ist dann einfach mehr drin. Es ist auch nicht immer bloß das Holz bzw. hier das Erz drin, sondern manchmal sind noch Zusatzgegenstände mit drin, die das Handwerken für bestimmte Klassen erleichtern, aber egal. Wir gehen in die Höhle rein. Und Mundol sieht nicht gut aus. Ich glaube, Amdir war schon da. Haltet euch nicht auf. Für mich ist es zu spät. Amdir. Amdir ist vor euch eingetroffen. Er muss aufgehalten werden. Die Neuen dürfen ihn nicht mitnehmen. Bitte. Es gibt nur noch einen meiner Sippe in den Mückenwassermooren. Sein Name ist Reniolind. Er ist ein junger Gelehrter. Er war nicht hier, als Amdir kam und könnte noch am Leben sein. Geht schnell zu ihm. Er wollte die Ruinen der alten Marschwasserfestung mitten in den Mooren untersuchen. Ihr müsst ihm sagen, ihn warnen. Er soll sich vor Amdirs Schrei in Acht nehmen. Die Musik hier ist sehr interessant. Gut, also hier ist jede Hilfe zu spät. Wir sehen auch, das ist wirklich bloß eine kleine Höhle, in der man sich versammeln kann. Und wir müssen in die Ruinen in der alten Marschwasserfestung, um die wir eigentlich einen Bogen machen sollten. Klingt
als ob das keine gute Idee ist. Wir machen es trotzdem. Ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt dahin zu kommen ohne größere Probleme. Denn also, es gibt da ein Problem und das ist ein großes achtbeiniges Problem. Auch wenn wir hier schon kleine achtbeinige Probleme haben. Dort gibt es ein großes achtbeiniges Problem. Oh, da war das Wasser doch ein bisschen tiefer. Ich bleibe aber mal kurz hier am Ufer, weil hier die Spinne unterwegs ist. So. Ne, es gibt da ein großes achtbeiniges Problem und das sitzt genau vor dem Eingang in die Marschwasserfestung. Allerdings sollten wir eigentlich, wenn wir beherzt durchreiten und sofort durch die Tür gehen, das problemlos schaffen, denke ich. Wir schauen mal. So, ich glaube, ich mache gleich mal hier drüber. Ja, hier ist das schön, so eine Aufschüttung. Da können wir uns die Ecke dort sparen. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen. Da sitzt das große Problem. Die Moorkönigin, die hat auch ein paar Lebenspunkte mehr, als das andere haben. So, ich lasse sie jetzt aber einfach mal an der Seite. Ach, siehst du mal, wir schaffen das sogar, ohne sie aufzuschrecken. Und können direkt reingehen. Irgendwas hat mich zwar jetzt angegriffen, aber so egal. Amdir, der immer schneller in die Schatten der Geisterwelt stürzt, hat bereits zwei von seiner Sippe getötet. Jetzt dürstet es ihn nach dem Blut eines Dritten. Was benötigt ihr? Toradan und Mundur sind beide ums Leben gekommen? Das ist ja unglaublich. Ich wurde hierher geschickt, um Wacht zu halten, nachdem der Nazgul uns aus dem Auenland vertrieben hat. Aber jetzt scheint es, als wäre meine Arbeit umsonst gewesen. Wir müssen sofort zum Anführer meiner Leute gehen. Die Bremenschen nennen ihn Streicher. Es gibt einen schnelleren Weg als den ihr gegangen seid, um euch in Bre in Sicherheit zu bringen. Folgt mir und ich werde euch durch eine der Höhlen unter den Mooren führen. Gut, das machen wir. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist. Hier entlang, schnell! Ja, da gibt es einen kleinen Geheimgang. Einen ganz kleinen. Hat das Wasser diese Flammen gelöscht? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch einfach ausgegangen, weil sie lange nicht benutzt wurden. So, hier wird es jetzt ein bisschen kritischer mit den, ja, mit den Gegnern. Wir haben ja Reniolint dabei, von daher sollte das eigentlich halbwegs klappen, hoffe ich mal. So, wir müssen bloß unseren Fokus hinhalten. Diese Fackeln sind so nichts zu gebrauchen. Also ich glaube, den Fokus, der wird jetzt ziemlich wichtig werden gleich. Diese Fackeln habe ich gestern erst angezündet. Denn die Gegner, die hier jetzt kommen, die sind doch ein bisschen stärker. Diese Fackeln sind so nichts zu gebrauchen. So, ich mache mal gleich aus der Ferne ein bisschen. So, und ich kümmere mich um den. Du kannst dich dabei um die anderen Viecher kümmern. So. Das war's für den. Hast du noch einen für mich? Ja. Gut. Einmal den Fokus wieder hoch. Und weiter. Läuft ganz gut. Oh, davon kommt jetzt sogar Orange. Das ist nicht so schön. Hat das Wasser diese Flammen gelöscht? So, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, geht, geht. Kein Ding. Endlich ein Level up. Das ist sehr gut, dass wir das noch erreicht haben hier. Gute Reise nach Bre, das machen wir dann sowieso. Diese Fackeln habe ich gestern erst angezündet. Okay, wenn du sie gestern erst angezündet hast, dann würde ich mir natürlich auch Gedanken machen. Diese Fackeln sind so nichts zu gebrauchen. So, allerdings ist es hier halt auch einfach nass, ne? Muss man auch mal sehen. So, erstmal das kleine Viehzeugs. Mach mal bitte. Danke. Da wollte gerade irgendwie nicht den Skill machen. So. Okay. Alles klar. Und weiter geht's. Ich sollte mal für ein bisschen Licht sorgen. Ja, das wäre gut. Licht kann nicht schaden. Habt ihr etwas gehört? Was? Amdir. Amdir. Amdir, mein Freund. Ich weiß, dass nicht du es bist, der diese Dinge tut. Ich bin nicht das, wofür ihr mich einst gehalten habt. Doch. Doch, das bist du. Ich werde euch helfen. Niemals! Nein. Und jetzt müssen wir gegen Amdir selbst kämpfen, aber... Morin wird sich um euch kümmern. Er flüchtet. Und überlässt uns einer viel größeren Gefahr. Das ist natürlich ein Traum. So, jetzt wird's doch ein bisschen schwieriger.
Aber kein Ding. Schaffen wir. Gut. Das hat gut funktioniert. Also dafür, dass das Level doch ein bisschen höher war, als es sein sollte. Wunderbar. Was kann ich für euch tun? Am besten nicht sterben könntest du für uns tun. Amdir läuft frei herum. Geht sofort los. Sucht Streicher in Bree. Er ist mein Anführer und sollte erfahren, was geschehen ist. Sprecht mit Gerstenmann Butterblume und Tänzel im Pony. Er wird wissen, wo Aragorn ist. Geht durch diese Tür und ihr werdet euch die westliche Grenze der Mückenwassermoore sehen. Ach, vor euch, das war das Problem. Ich habe mich gerade gewundert, irgendwie hat es keinen Sinn ergeben. Geht von dort aus in westlicher Richtung, dann südwestlich, entlang der Straße nach Bree. Ein epischer Tod. Oh, jetzt habe ich aber gerade meine Stimme strapaziert beim Sprechen. Das war nicht so schön. Sarumans Verrat hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem gefährlichen Pfad. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. Und da sind wir wieder außerhalb dieses Durchgangs. Da kommen wir auch nicht mehr rein. Wir können mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind wirklich am Westende der Mückenwassermoore. Und ja, für die Waldläufer sieht es schlecht aus. Die sind alle vernichtet worden und Amdir ist immer noch auf freiem Fuße. Das heißt, eigentlich kann uns wirklich bloß noch Aragorn helfen. Und glücklicherweise haben wir jetzt noch einen Anhaltspunkt, wo wir ihn finden können, nämlich im Gasthaus zum Tänzel im Pony bei Gerstenmann Butterblume. Und zeitlich befinden wir uns immer noch so kurz vor dem Eintreffen der Hobbits in Bree. Ich würde mal sagen, sie sind jetzt vielleicht gerade im alten Wald, sind jetzt gerade bei Tom Bombadil oder sowas. So in der Drehe ungefähr. Für diejenigen, die nur den Film gesehen haben, die können jetzt damit natürlich gar nichts anfangen, aber wir werden Tom Bombadil auch hier im Spiel noch kennenlernen, was ich sehr schön finde. Es ist eigentlich total schade, dass sie ihn dort nicht mit eingebaut haben, aber er war für die Gesamtstory nicht weiter wichtig, deswegen hat man ihn wahrscheinlich einfach weggelassen. Muss mal ganz kurz schauen. Ja, wir sammeln mal kurz hier zumindest das ein. Den Rest kann ich gleich noch, wenn wir bei einem Händler sind, einsammeln. So, einmal zwischendurch. Wir sind jetzt übrigens nördlich von Stadel hier. Für alle, die sich fragen, wo wir sind. Ja. Das ist so, nur so eine Mini-Ruine. So, und jetzt sind wir wieder hier bei dem Typen, der hier zwischen Stadel und Schlucht rumsteht. Und wenn wir hier den Weg nach links einschlagen, kommen wir direkt nach Bree rein. So, dich lasse ich mal außen vor, Herr Dickdrossel. Du wirst später mal abgefrühstückt. Und hier wird es einiges an Quests zu uns zu erledigen geben, die nichts mit dem Hauptquest zu tun haben. Also da können wir dann viel machen, oder beziehungsweise kann ich dann viel machen in Abwesenheit der Aufnahme. Und jetzt erstmal, huch, ja, hier leckt es immer ein bisschen in Bree. Das liegt einfach daran, dass hier meistens relativ viele Leute da sind. Jetzt sollte das eigentlich nicht der Fall sein, weil die Amis eigentlich alle noch in ihrem Bettchen liegen sollten oder auf Arbeit, was weiß ich. Und wir machen mal zum Tänzel den Pony hin. Das ist das hier. Wird auch im Buch als dreistöckiges Gebäude beschrieben. Und ja, wir stürzen uns mal hinein. Hier drüben haben wir auch die angebundenen Pferde. Da binden auch die Hobbits ihre Pferde an, also die machen sich ja aus Krickloch im Bockland auf mit fünf Pferden. Die kommen bloß blöderweise alle in den Hügelgräberhöhen weg. Nein, stimmt gar nicht. Ja, die kommen erst weg, sind aber dann wieder da, dank Tom Bombadils Hilfe und seinem Pferd, dem alten Plumpel. Hier im Bree kommen sie aber ganz weg. Die werden nämlich beim Angriff der Nazgul auf das tänzelnde Pony, also dem nächtlichen Angriff, sage ich mal, bei dem die Nazgul das tänzelnde Pony infiltrieren und die Hobbits töten wollen, da werden die vertrieben. So, wir gehen mal rein und schauen uns mal an, wie das tänzelnde Pony aussieht hier im Spiel. Da vorne haben wir Gerstenmann Butterblume, aber wir schauen mal ganz kurz, wir haben hier nämlich auch, wie darf ich euch heute helfen? Nehmen wir gleich mal Polly Blattschneider, reparieren mal kurz unsere Rüstung. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ab Level 10 ist das, glaube ich. Nimmt die Rüstung und auch die Waffen und so, die nehmen Schaden.
beim gewöhnlichen Gebrauch. Ganz besonders aber, wenn man stirbt, nimmt die Rüstung Schaden. Und dann muss man die einfach ab und zu reparieren. Oh, ich muss mal ganz kurz schauen. Das Hemd ist doch bestimmt besser als das, was wir tragen. Natürlich. Oh, sogar mit Beweglichkeitsbonus. Sauber. So, und dann können wir nämlich mal die matten Häute verkaufen. Moment, ich habe hier noch einen Zettel, den ich nicht brauche. Der hier. Ah, kann ich gerade nicht machen. Gut, verkaufen wir ihn einfach. Warum nicht? So, und dann nehme ich mal alles auf, was ich hier schon so in die Zwischenablage gekriegt habe. Und vertick den ganzen Kram mal. Wir brauchen jetzt eigentlich nichts davon. Nee, eigentlich nicht. Schmiedekunst. Was sind wir? Drechsler sind wir. Musste ich erstmal gerade überlegen. So, kann alles weg. Ich glaube, hier haben wir einen Drechsler. Das behalten wir mal. Die zerrissenen Felle kommen weg. Das brauchen wir auch nicht. So, das behalten wir. Halt. Nein. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Ja, ich suche jemanden, bei dem ich mein zerschlissenes Lederhemd loswerden kann. So, und dann schauen wir mal kurz hier rein. Das ist nämlich ein Rezept für einen Schriftrollenbehälter für Lehrlinge der Drechselkunst. Und da drin befindet sich ein Rezept. Wir sind Lehrling, das ist die unterste Stufe. Und da können wir die schwere Ebereschenkeule erlernen. Also auch Keulen kann man als Drechsler herstellen. So, und hier hinten haben wir, hier hätten wir einen Barbier. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Da könnten wir uns theoretischerweise auch die Haarfarbe ändern und auch eine neue Frisur auf den Kopf pappen, wenn wir denn doch mal mit Haaren herumlaufen wollten. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht das Bedürfnis gerade. Das ist das Einzige, was man an seinem Charakter noch im Nachhinein ändern kann. Hier könnten wir auch theoretisch immer schwarz färben oder auch mal einfach einen Blondie draus machen. Ich weiß gar nicht, ob man auch einen Silberfuchs da hinkriegt. Naja, nicht so richtig. So, will ich jetzt aber nicht machen. Wir behalten ihn mal so, wie er ist. Und ansonsten haben wir hier hinten noch einen Musikanten. Die waren früher mal wichtig. Und zwar konnte man bei den Musikanten... Ich mach das mal kurz hier. Oh, wir haben ja auch Punkte auszugeben, genau. Den Baum habe ich euch ja schon mal gezeigt im Intro-Gebiet. Ich habe schon mal ein paar Punkte ausgegeben. Die kriegt man halt mit Level-Ups dazu. Und ich gehe mal weiter hier auf den Fernkampfschaden, dass der jetzt zumindest schon mal bei plus 4% ist. So, ne, wir haben hier drüben diese Liste der Tugenden. Da haben wir bisher leider nur eine. Und das ist das Einfühlungsvermögen. Können wir mal reinklatschen, solange wir noch nichts anderes haben. Das konnte man früher nicht einfach so machen. Das ging nur bei den Musikanten, da musste man das ausrüsten. Und ein was möchte ich euch auch noch zeigen, falls ihr das Spiel spielt. Ihr könnt halt hier schauen, was euch liegt. Also, wenn wir jetzt mal irgendwas mit Beweglichkeit hätten, was weiß ich. Haben wir irgendwas mit Beweglichkeit? Ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es bestimmt was, das die Beweglichkeit erhöht. Ich finde es bloß gerade nicht. Also muss man, hier haben wir zum Beispiel plus 3 Beweglichkeit. Da haben wir jetzt gerade keinen Ring davor. Also, gut, ist egal. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel die hier. Wir haben ja bei einigen einen Ring mit dran. Und mit den Ringen ist das so. Wenn wir hier draufklicken, öffnet sich einerseits der HDRO-Shop, in dem wir dann die Fähigkeiten, die Tugenden auch erhöhen können gegen Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Schauen wir mal, sobald es den geladen hat. Lad mal schneller. Komm schon. Ja, das dauert manchmal ein bisschen. So, Tugend. Boah, 400 Punkte für einen Punkt auf die Barmherzigkeit. Wow. Also auf die Idee würde ich nie kommen, das hier zu kaufen. Aber es öffnet sich außerdem das Buch der Taten. Wenn wir so einen Ring dran haben, mit einer Tat, in der eben diese Fähigkeit dann gerade erhöht wird. Und das ist später mal extrem nützlich, weil man doch extrem viele Taten dann mit der Zeit bekommt. Und ja, nur die aller fleißigsten arbeiten die alle ab, weil das wirklich sehr viel ist. Und manche sind auch extrem schwierig zu erfüllen. Aber zum Beispiel bei mir jetzt mit meinem Level 100er Charakter, ich habe mich gestern mal dran gemacht, ein paar von den Tugenden, also weil da vor allem hier die Weisheit wichtig ist mit Wille für meinen Barden, habe ich vor allem mir die Weisheit genommen, bin hier drauf, also jetzt würde sich natürlich hier, weil ich keinen Ring dran habe, nur dass die Weisheit erhöht wird, öffnen. Ja, und bin da einfach immer wieder hier drauf und habe mir mal die ganzen Taten angeschaut und die nach und nach abgearbeitet, um meine Weisheit zu erhöhen. So kann man also seinen Charakter auch ein bisschen trainieren, ohne das Level zu erhöhen. Ist also auch noch eine Variante. Eine andere, ganz abgesehen davon, dass man eben bei seinen Ausrüstungsgegenständen darauf achtet, dass man die richtigen Grundwerte erhöht. Wo ich jetzt zum Beispiel hier mit Wille was Falsches habe, aber da wir noch keine große Auswahl hatten, habe ich natürlich noch nicht das Richtige gefunden.
Genau. Und damit wollen wir mal zuerst mal Mutterblume gehen. Der steht hier rum. Sieht dicklich aus und ja, wie so ein Kneiper halt aussieht. Genau, das ist Gersten, mein Mutterblume. Er ist ein Kneiper, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und wir wollen mal schauen, ob er weiß, wo Aragorn ist. Übrigens mag Gersten, mein Mutterblume, Aragorn nicht, weil er Vorurteile gegenüber den Waldläufern hat. Die Waldläufer haben sich ja das Image der Bösis aufgelastet, aber das nur zur Tarnung sozusagen. Und deswegen begegnen die Breeländer den Waldläufern auch mit Misstrauen. Und genauso sieht es auch mit Gersten, mein Mutterblume aus. Wie kann ich zu Diensten sein? Was kann ich denn heute für euch tun? So, wir schauen mal kurz. Butterblumes Langschwert. Sieht okay aus. Könnte man nehmen. So, Mana-Drang. Ich will mal kurz schauen. Wie sehen die aus? Die könnte man fast schon anlegen, würde ich sagen. Ne? So, was haben wir denn da eigentlich für eine Verbesserung? Ah, plus 5 ist jetzt aber nicht so besonders. Ich glaube, da ist das bald besser, ne? Ich glaube, ich nehme das Langschwert. Wie kann ich zu Diensten sein? So viele Leute kommen und gehen heutzutage. Es gibt allerdings einen Gast, auf den ich gerne verzichten würde. Aber er zahlt für sein Zimmer und scheint genug Geld zu haben. Ein Grübler, der die dunklen Winkel des Gasthauses bevorzugt und mit niemandem spricht. Die meisten Leute haben ein bisschen Angst vor ihm. Gerstenmann senkt seine Stimme. Er ist einer von diesen Waldläufern. Nennt sich selbst Streicher. Geht vom Schankraum aus links durch den Gang, dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts könnt. Folgt diesem Gang, bis ihr eine Treppe erreicht. Streicher befindet sich in dem Zimmer rechts der Treppe. Gut, das machen wir. Ein unerwünschter Gast und wir begeben uns mal ganz fix dahin. Ich hoffe, mein Level reicht. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir wirklich nicht sicher. So. Und dann begeben wir uns mal hier rein zu Streicher. Ich wage es nicht, hier lange zu bleiben. Und da ist er wieder. Wir haben ihn wiedergefunden und wir könnten hier schon mit dem Buch 1, Kapitel 1 beginnen. Manchmal sind die Sachen schon verfügbar, bevor man das letzte Buch abgeschlossen hat oder den letzten Band. Werden wir noch sehen, kommt öfter mal vor. Ich lasse das dann so lange immer außen vor und merke mir einfach, wo diejenigen waren, weil wir natürlich schon die Chronologie richtig einhalten wollen dabei. Ihr bringt schlechte Nachrichten. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn auch die Schwarzwolds besiegt wurden, verheißt Andys Flucht doch nichts Gutes. Er muss aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Was, dass deine Kollegen getötet wurden, ist nicht so schlimm? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben übrigens keine Erfahrung bekommen, habe ich gerade mitgekriegt, ne? Der Anführer der Grimhans ist nach seiner Niederlage nach Breeland geflüchtet und das sicher nicht ohne Grund. Bei all diesen Vorfällen hat sicher der Hauptmann der Neuen seine Hand im Spiel. Das gilt gleichermaßen für den Westen, das Auenland und auch für das Breeland. Wir müssen seine Pläne aufdecken und ich weiß auch schon wie. Im Osten von Bre haben die Schwarzwolds ein Lager errichtet, das von meinen Männern sorgfältig beobachtet wird. Seit einiger Zeit liegt ein Schatten über diesem Lager. Ich vermute, dass Amdi und sein Zwergenfürst dort Zuflucht gefunden haben. Dort müssen wir uns hinbegeben und Amdis erbärmlichem Leben ein Ende machen, so er denn überhaupt noch als lebendes Wesen gelten darf. Wir warten bis Sonnenuntergang und führen dann einen Schlag gegen die Schwarzwolds. Sagt mir Bescheid, wenn ihr abmarschbereit seid. Gut, das versuchen wir noch, würde ich sagen. Und danach müsste der Prolog auch zu Ende sein. Oh, ist das schon Buch 1, Kapitel 1? Seid ihr zum Aufbruch bereit? Tatsächlich. Dann mache ich das noch nicht. Dann werde ich an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Und werde auch ein bisschen leveln dann abseits der Aufnahme. Das hat einen gewissen Grund, das werden wir aber sehen, was der genaue Grund dafür ist. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Dann mit Mini-Überraschung sozusagen. Also allzu überraschend ist es dann nicht oder allzu besonders toll für euch. Jetzt weiß ich nicht, werdet ihr sehen, ob ihr das gut findet. Mal schauen. Ich rüste nur mal ganz kurz noch die Waffe hier aus. Dann müssen wir das andere Schwert beseitigen. Oh. Das wollte ich gar nicht. So, kannst du bitte das Inventar öffnen? Dankeschön. Einmal das hier drauf. So, dann haben wir Butterblumes Schwertchen jetzt auch ausgerüstet. Das sieht eigentlich ganz gut aus sogar. Und hier an der Seite von Aragorn. In Zeiten höchster Not für die Waldläufer des Breelandes beende ich diese Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hoffentlich können wir da ein bisschen was dran drehen, dass die ganze Lage doch sich ein bisschen verbessert. Bis dahin. Wir sehen uns und tschüss.